Moin und hallo hier aus dem schönen Südschwarzwald. Heute mal mit Poldi gleich hier zu Anfang, denn es wird um das Thema gehen: Soll ich mein Chamäleon aus dem Terrarium nehmen, vielleicht im Wohnzimmer freilaufen lassen oder draußen? Um das und um andere Themen werden wir uns gleich mal kümmern. Bis gleich. Polly habe ich wieder weggebracht. Es ist spät abends, gleich geht das Licht aus und jetzt hat er noch genügend Zeit, sich wieder einzurollen. Und die Frage, sollte ich mein Chamäleon rausholen oder nicht, kann man mit einem ganz klaren Jein beantworten. Aber dazu gibt es verschiedene Aspekte. Fangen wir erstmal damit an, wo kommen diese Tiere überhaupt her? Furze fapadale stammen aus Madagaskar. Das ist nahe am Äquator, aber auf der Südhalbkugel. Deswegen ist das mit Sommer und Winter immer so eine Sache. Wenn ich Sommer sage, dann meine ich unseren Winter und umgekehrt. Aber die Tiere lernen das durchaus, wenn sie hier aufgewachsen sind. Also fangen wir mal damit an. Ich habe mir die Klimadaten auf der Webseite matcam.de mal angeschaut. Eine der in meinen Augen besten Seiten, wo man Informationen über die Haltung und die Herkunft dieser Tiere herbekommen kann. Ich werde es auch unten in den Notes verlinken und hoffe, dass ihr da viele Informationen und Anregungen bekommt. Also jetzt nochmal zu den Klimadaten. Ich habe mir jetzt Ambanya rausgesucht, weil es einfach ein Standort ist, der für viele Tiere mehr oder weniger repräsentativ ist. Und da haben wir in der Winterzeit eine Durchschnittstemperatur von etwa 23 Grad am Tag. Und im Sommer von etwa 26 Grad Celsius. Das heißt nicht, dass wir nicht niedrigere oder höhere Werte haben können. Auch wenn wir am Äquator sind, kann auch hier die Temperatur ein wenig schwanken. Die Luftfeuchtigkeit ist so zwischen 60 und 80%. Und wenn wir das jetzt mit den Werten in unserem Schlafzimmer oder in unserem Wohnzimmer vergleichen, dann merken wir schon, ein deutsches Wohnzimmer dürfte irgendwo die Temperatur zwischen 20 und 22 Grad haben. Gerade da wir die Energiekrise haben, denke ich, dass der ein oder andere eher das ein oder andere Grad runtergedreht hat und sich einen dicken Pullover angezogen hat. Das kennen unsere Chamäleons leider nicht. Sie sind wechselwarme Tiere und brauchen die Umgebungstemperatur, um ihre Körpertemperatur zu regulieren. Tja, von daher ist das schon mal relativ schwierig. Wer trotzdem sein Tier in einem großen Beniamini oder einer Glückskastanie halten will, sollte vielleicht einen 70 oder 150 Watt HID-Strahler, es gibt da diverse Firmen, die diese anbieten, über der Pflanze aufhängen und somit hat das Tier ausreichend Licht und auch UV. Aber es gibt immer noch genug Schwierigkeiten damit. Nicht selten sieht man im Internet Videos oder Bilder, wo das Tier am Fenster ist. Und da muss ich sagen, ganz klar Vorsicht. Hintergrund ist, Chamäleons suchen die Sonne. Dort ist es in der Regel warm und sie kriegen das wichtige UV-Licht. Aber Fensterglas lässt kaum UV-Licht durch. Außerdem, gerade im Winter, strahlen die Fenster recht viel Kälte ab, was auch nicht passend ist. Von daher keine Chamäleons vor den Fenstern. Und nicht selten ist es auch schon mal passiert, dass durch ein schräg gestelltes Fenster das Chamäleon abgehauen ist. Von daher, nein, keine Chamäleons vor den Fenstern, es sei denn, man hat ein Terrarium drumherum. Tja, aber dann gibt es noch die andere Geschichte, Freilandhaltung, beispielsweise in einem Gaseterrarium im Sommer. Klar, im Sommer haben wir Temperaturen, die dort
in Madagaskar und hier sehr vergleichbar sind. Das Licht, das man da draußen hat, ist das Beste, das man haben kann. Es gibt nichts Besseres als natürliches Sonnenlicht. Auch wenn gute Lampen das mittlerweile recht gut imitieren können, sind da immer noch Wellenlängen mit bei, die wir in den Lampen definitiv nicht mit drin haben. Von daher, ja, rauspacken. Aber bitte nicht in die pralle Sonne. Wie ich schon sagte, Chamäleons sind wechselwarme Tiere. Und wechselwarm bedeutet auch, dass sie sich nicht aktiv kühlen können. Und wenn das Tier nun in der prallen Sonne steht, wird es irgendwann in Hitzetod sterben. Wollen wir auch nicht, oder? Von daher sucht einen halbschattigen Bereich, wo vielleicht eine Ecke tatsächlich mal mit voller Sonne beschienen wird, aber der meiste Teil des Terrariums im Schatten liegt oder im Halbschatten. Das ist immer noch hell genug und vermutlich sogar deutlich heller, als die meisten Terrarien ausgeleuchtet sind. Von daher, ja, eine Freilandhaltung ist nur zu empfehlen. Und wer dann sich noch die Mühe macht, sich mit einem Kescher zu bewaffnen und über die Wiese zu hüpfen, grazil wie eine Gazelle oder wie heißt das komische Tier mit dem Rüssel nochmal, kann natürlich diverse Fliegeviecher oder andere Insekten einfangen und diese verfüttern. Nahrhafter geht es nicht, von daher ist das in Ordnung. Tja, und jetzt nochmal die Frage, warum sollte man vielleicht doch sein Chamäleon rausnehmen, wenn jetzt eigentlich die Klimadaten dagegen sprechen? Natürlich kommt es erstmal auf das Chamäleon selbst drauf an. Polly beispielsweise ist eigentlich sehr zutraulich. Wenn das Terrarium aufgemacht wird, kommt er fast freiwillig raus. Spätestens wenn man ihm noch eine Heuschrecke davor hält, ist er so konditioniert, dass er auch freiwillig auf den Arm kommt. Ich versuche da keinen Zwang hinterzumachen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch noch unseren Oscar hinten, ein Ankifi-Männchen. Ich glaube, eigentlich ist das eine Schnappschildkröte, geboren im Körper eines Chamäleons, weil der Junge hat mich schon ein paar Mal gebissen. Und ich kann euch sagen, ja, es tut weh. Aber trotzdem hole ich ihn hin und wieder raus. Und das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Ich kann, wenn das Tier bei mir auf der Hand ist, Sachen wie die Griffhände besser kontrollieren. Sind da Schwielen? Sind da wunde Flächen dran? Denn gegebenenfalls kann es sein, dass ich falsche Äste genommen habe, die zu groß, zu klein sind, zu rau oder sind beispielsweise und somit die Griffhände und Grifffüße wund gelaufen sind. Aber ich kann auch andere kleinere Blessuren sehen, ob eine Kralle abgebrochen ist. Die Möglichkeit hat man gegebenenfalls im Terrarium gar nicht so gut, deswegen macht es durchaus Sinn. Aber auch hier, wie gesagt, vorsichtig und ruhig agieren, denn die Tiere sind durchaus stressanfällig. Tja, und ansonsten? Ja, man bekommt immer wieder die Tipps, man sollte das Tier nicht rausholen. Wie man gerade eben schon gemerkt hat, was die Luftfeuchtigkeit oder die Temperaturen betrifft, ist es einfach nicht so passend in unseren Wohnzimmern. Die Tiere selbst nehmen keinen großen Schaden, wenn sie mal 5 oder 10 Minuten aus dem Terrarium geholt werden. Aber die Tipps der Profis beziehen sich immer darauf, dass sie nicht wissen, wie du mit deinem Tier umgehen kannst. Ob dein Tier jetzt gerne rauskommt oder nicht, das wissen die Leute nicht. Und wenn sie prinzipiell erstmal davon abraten, ist das in den meisten Fällen die bessere Lösung. Wer vor Ort einen guten Mentor hat, der sich die Tiere mit euch zusammen ansieht, der sie mit euch vielleicht sogar rausnimmt, der wird ganz anders agieren als jemand im Internet, der einfach anhand von ein paar Daten und ein paar Fotos versucht, euch Tipps zu geben. Und von daher ist es zur Not immer besser, den sichereren Weg zu nehmen. Und das ist in diesem Fall, lasst die Tiere dort, wo sie am besten aufgehoben sind, in ihren Terrarien, wo wir durch Luftfeuchtigkeit und Temperaturen das Klima von Madagaskar so weit wie möglich versuchen nachzustellen. Wie ihr es nur handhaben möchtet, das könnt ihr selbst entscheiden. Ihr seid für eure Tiere verantwortlich, aber ihr habt gesehen, warum es vielleicht nicht so gut ist, die Tiere unbedingt nach draußen zu nehmen, vors Fenster, aber welche Möglichkeiten man vielleicht doch hat. Das nächste Mal versuche ich dann auf die Frage einzugehen, was kostet eigentlich der Einstieg in die Terraristik mit einem Chamäleon und wie sind die Unterhaltskosten so etwa für ein Jahr betrachtet. Natürlich kann ich nicht die Inflation mit einberechnen und ich weiß auch nicht, wo die Preise hingehen werden, was die Energiekrise betrifft. Aber ich versuche mal so
Pi mal dicken Daumen, euch einen Ratschlag zu geben, wo es hingeht. Von daher, tschüss, schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Furzefabate alles kommen aus Madagaskar, sind dort relativ weit verbreitet, haben verschiedene Standortvarianten oder Lokalformen, aber im Großen und Ganzen ist das Klima.